diese Gefühle. Ich musste an meine Heimat denken, an Ukraine, an Odessa, an Russland. Denn früher war das alles eins. Nun teilt es sich mehr wie so Krebszellen. Das weiß ich. Ich sitze in seinem Kopf ja nicht. Aber das Lied Göttingen handelt um den Besuch einer Französin in Deutschland nach dem Krieg. Und Frauke erzählt es zuerst und dann sehr viel. Das Lied Göttingen wurde geschrieben von Barbara, einer französischen Chansonsängerin und Komponistin, die von 1930 bis 1997 lebte. Barbara selbst beschreibt ihre Begegnung mit Göttingen in ihren unvollendeten Memoiren wie folgt. Anfang 1964 kommt in der Écluse Gunther Klein, junger Intendant des Jungen Theaters in Göttingen, zu mir und möchte mich für ein Konzert in seinem Theater engagieren. Ich lehne ab. Es kommt für mich überhaupt nicht in Frage, nach Deutschland zu gehen, um zu singen. Doch Gunther besteht weiter darauf, beschreibt sein Theater mit 100 Plätzen, spricht von den Studenten. Aber wer kennt mich in Göttingen? Die Studenten kennen sie. Ich wünsche nicht, nach Deutschland zu gehen. Ich bitte jedoch um einen Tag Bedenkzeit. Am nächsten Tag entscheide ich mich plötzlich einzuwilligen, mit der einzigen Bedingung, über einen schwarzen Flügel verfügen zu können. Gunther akzeptiert. Ich reise also in diesem Juli 1964 nach Göttingen ab. Allein und schon verärgert darüber, zugesagt zu haben, nach Deutschland zu gehen. Gunther Klein wartet auf mich bei der Einfahrt des Zuges. Er ist immer voller Begeisterung. Er drängt mich, die Stadt zu besuchen, die so schön in dieser Jahreszeit ist, bevor er mich zum Theater führen will. Ich schließe die Augen. Ich will nichts betrachten. Ich bitte ihn, mir sofort die Bühne zu zeigen, wo ich am gleichen Abend auftreten soll. Ein enorm altes Klavier, geschmückt mit zwei silbernen Kerzenhaltern, thront auf der kleinen Bühne des Jungen Theaters. Ich habe eine Bedingung an mein Kommen geknüpft. Einen schwarzen Flügel. Sie hatten mich so engagiert. Ich erkläre ihm, dass es mir unmöglich ist, zu singen und mich auf diesem Klavier zu begleiten. Gunther ist untröstlich. Aber er antwortet mir, dass ich mich damit begnügen muss. Nein. So gehe ich in den Saal und setze mich in die erste Reihe zu Gunther, wiederholen, dass ich mich nicht bewegen werde, solange ich den in Paris versprochenen schwarzen Konzertflügel nicht sehe. Es handelt sich dabei für mich nicht um eine Laune, sondern um eine absolute Unmöglichkeit. Gunther betrachtet mich und es scheint mir, dass ich sehe, wie er allmählich zerfließt. Es kommt eine Passage, die ich noch kurz zusammenfasse. Dank seiner Bemühungen wurde jedoch der schwarze Konzertflügel schließlich von einer alten Dame aus Göttingen zur Verfügung gestellt und von 10 Studenten herbeigebracht. Das Konzert verzögerte sich um 2 Stunden, was das Publikum aber gerne in Kauf nahm. Die Veranstaltung ist wundervoll.
Gunther verlängert meinen Vertrag um 8 Tage. Am folgenden Tag lassen die Studenten mich Göttingen besuchen. Ich entdecke das Haus der Gebrüder Grimm, wo sie ihre Märchen geschrieben haben, wohlbekannt aus unserer Kinderzeit. Am letzten Nachmittag meines Aufenthaltes habe ich im kleinen angrenzenden Garten beim Theater das Chanson Göttingen skizziert. Am letzten Abend, ganz um mich zu entschuldigen, habe ich den Text gelesen und zu einer unvollendeten Musik gesungen. Ich habe dieses Chanson in Paris fertiggestellt und Claude de Jacques entschied, als er es hörte, dass ich es auf meinem nächsten Album aufnehmen sollte. Ich verdanke also dieses Chanson der dickköpfigen Beharrlichkeit von Gunther Klein, 10 Studenten, einer mitfühlenden alten Dame, der Blondheit der kleinen Kinder von Göttingen, einem tiefen Versöhnungswunsch, aber nicht dem Vergessen. Wie immer verdanke ich auch dieses Chanson dem Publikum, in diesem Fall dem wunderbaren Publikum des Jungen Theaters. 1988 wurde Barbara für ihr Chanson Göttingen als Beitrag zur deutsch-französischen Verständigung mit dem Verdienstorden ausgezeichnet. 2003 zitierte der damalige deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder aus dem Text dieses Liedes in seiner Ansprache zum 40. Jahrestag des Élysée-Vertrags.
Gottin.